Beim Bürgergeld, da ging es zuletzt hoch her. Nachdem die Union Druck machte, weil sie in den Plänen zu wenig Arbeitsanreize sah und nach Differenzen auch innerhalb der Ampel, heute der Kompromiss. Wenn morgen auch der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zustimmt, könnte der Hartz-IV-Nachfolger wie geplant im Januar starten. Über den Durchbruch und die Änderungen Lars Bonsack. Über 5 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen und dabei geht es nicht nur um die Erhöhung der Regelsätze. Für den Kanzler ist das Bürgergeld ein Systemwechsel. Wir wollen ja jetzt eine ganz große Sozialreform beschließen, die dann jahrzehntelang in Deutschland die Art und Weise der Förderung von Arbeitssuchenden beschreibt. Und das wird uns, davon bin ich jetzt fest überzeugt, gelingen. Die Regierung wie Union nehmen jeweils für sich in Anspruch, die entscheidenden Kompromisse angestoßen zu haben. Möglicherweise haben die Ampelvertreter unterschätzt, wie gut abgestimmt und einvernehmlich in der Sache wir da auch verhandelt haben. Sanktionen kommen künftig gestaffelt. Von einem Monat lang 10% Abzug beim ersten Verstoß bis zu 30% Abzug für 3 Monate beim dritten Verstoß. Das ist ein Ergebnis, das ein falsches Gesetz der Ampel jetzt in wesentlichen Systemfehlern verbessern konnte. Und auch das Schonvermögen wird gesenkt von 60 auf 40.000 Euro für den Haushaltsvorstand und von 30 auf 15.000 für jedes weitere Haushaltsmitglied und auch nur für ein Jahr. Dennoch sehen die Regierungsparteien entscheidende Unterschiede zum Hartz-System. Wenn es nach der Union gegangen wäre, dann hätten wir Hartz IV behalten, kein Bürgergeld bekommen und einfach nur die Regelsätze erhöht. Das hätte aus meiner Sicht die Arbeitsanreize gemindert, die ohnehin schon schlecht bei Hartz IV waren. Und das war ja das Herzensanliegen der FDP, dass wir mit dem Bürgergeld mehr Arbeitsanreize haben. Durch den Kompromiss dürfte die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat nur noch eine Formalie sein. Für künftige Bürgergeldbezieher heißt das dann auch, ab 1. Januar bekommen sie 53 Euro mehr. Dazu alles im Blick hat Shakuntala Banerjee in Berlin. Shakuntala, morgen also der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, aber schon heute der Kompromiss zum Bürgergeld. Warum ging das dann doch so schnell? Ja, weil der Zeitdruck einfach sehr groß gewesen ist. Ohne eine Einigung im Bundesrat bis zum Ende dieser Woche hätte das gesamte Projekt Bürgergeld auf der Kippe gestanden und damit eben auch die Erhöhung der Regelsätze für Langzeitarbeitslose zum 1. Januar. Und das wollte sich jetzt nun niemand zumuten und diese Verantwortung wollte man sich weder bei Union noch bei der Ampel am Ende zuschreiben lassen müssen in Zeiten von Inflation und Unsicherheit. Jetzt gibt es also diesen Kompromiss, wo beide ein wenig einlenken mussten. Die Union will das Bürgergeld nicht mehr komplett als Projekt blockieren. Und die Ampel muss dann einigen wesentlichen Punkten den Forderungen von CDU und CSU nachgeben. Und dafür hagelt es jetzt auch schon Kritik. Am deutlichsten hat es vielleicht heute der Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes ausgesprochen. Er sagt, die vermeintlich größte Sozialreform seit 20 Jahren zerbröselt, noch bevor der Vermittlungsausschuss überhaupt zusammengetreten ist. Also da wird deutlich, dass es von linker politischer Seite eine große Enttäuschung darüber gibt, dass die Rundumerneuerung von Hartz IV jetzt mit dieser Reform nicht gelingt, so die Auslegung. Die Entscheidung fällt tatsächlich morgen erst im Vermittlungsausschuss, aber man geht hier in Berlin davon aus, dass sich der Vermittlungsausschuss doch auf das einigen wird, was in den Vorgesprächen auch besprochen wurde. Vielen Dank für die Einordnung nach Berlin, Shakuntala. Und auch an anderer Stelle will sich die Ampelregierung Luft verschaffen, nämlich bei der sogenannten Winterlücke. So nennen Kritiker der Gas- und Strompreisbremse den Januar und Februar, weil die schon beschlossene, milliardenschwere Krisenhilfe des Staates eben erst ab März greift. Jetzt plant die Bundesregierung, diese Winterlücke zu schließen. Mehr von Andreas Huppert. Deutschland im November 2022. Gas- und Strompreise auf Rekordniveau. Seit Wochen arbeitet die Bundesregierung an einer Energiepreisbremse. Eine Kommission hat Vorschläge erarbeitet. Jetzt ist der Gesetzentwurf fertig und sieht vor, dass die finanziellen Entlastungen bereits früher greifen als bislang geplant. Dass wir den Januar und den Februar ebenfalls noch mit einbeziehen in die jetzt gültige, dann zu verrechnende Gas- und Strompreisbremse, liegt schlicht daran, dass wir die Entlastungswirkung jetzt in diesen Wintermonaten spürbar und deutlich werden lassen wollen. Statt März soll also schon rückwirkend ab Januar die Bremse wirken. Beim Gas zahlen private Haushalte und kleinere Unternehmen dann für 80% ihres Verbrauches einen garantierten Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Beim Strom sind es 40 Cent je Kilowattstunde.
Was noch fehlt, ist ein Moratorium für Strom- und Wärme- und Gassperren für diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher, die trotz finanzieller Unterstützung die hohen Energiepreise nicht schultern können. Auch die Industrie profitiert. Gas, so der Plan, kostet ab Januar dann 7 Cent pro Kilowattstunde für 70% der bisherigen Verbrauchsmenge. Industriestrom gibt's für 13 Cent. Also erstmal halte ich es für gut, dass jetzt tatsächlich die Hoffnung besteht, ein schnelles Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr zu haben, damit die Entlastung in dem Fall der Unternehmen auch zügig passieren kann. Eine Bremse nur beim Gas und Strom. Der CDU fehlt eine für alle Energieformen gültige Entlastung. Millionen Menschen in Deutschland, die auch sehr hohe Energiepreise haben bei Öl, bei Pellets, die profitieren und schon gar nicht planbar nicht von den bisher vorgeschlagenen Maßnahmen. Der Entwurf der Energiepreisbremse steht. Jetzt muss er noch in geltendes Recht umgesetzt werden. Energiekrise, Inflation, Krieg bedeuten Milliardenausgaben für den Bundeshaushalt im nächsten Jahr. Darüber debattiert seit heute der Bundestag. Am Ende der Woche soll der Etat verabschiedet werden. Finanzminister Lindner verteidigte seinen Haushalt für 2023 in, wie er sagt, Zeiten größter wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Opposition warf ihm vor, viel zu hohe Schulden zu machen. Der Haushalt 2023 hat ein Volumen von 476,3 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung liegt bei 45,6 Milliarden Euro. Seit Monaten wird an der UN-Mission der Bundeswehr in Mali gezweifelt. Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, der Einsatz soll enden. Allerdings erst im Mai 2024. Im westafrikanischen Land sind zurzeit noch rund 1200 deutsche Soldaten stationiert. Sie sollen Mali stabilisieren und die Menschen vor islamistischem Terror schützen. Zuletzt hatte es aber immer wieder Streit mit der Militärregierung gegeben. Über das Ende der letzten großen Auslandsmission berichtet Thomas Reichert. Es ist kurz nach 12, als sich die Verteidigungs- und die Außenministerin beim Kanzler zum Vermittlungsgespräch treffen. Raus aus Mali, wie Lambrecht will, oder länger bleiben, wie Baerbock fordert. Das Ergebnis: Abzug ja, aber mit Verlängerung bis Mai 24. Die soll dann aber auch für ein Jahr den Abzug dann ermöglichen und entsprechend zeitlich auch abbilden. Denn so ein Abzug geht unter normalen Bedingungen eben nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Die Bundeswehr sollte in Mali die Bevölkerung vor Terrormilizen schützen mit Spähpanzern und Aufklärungsdrohnen. Tatsächlich musste die Bundeswehr vor allem sich selbst schützen. Den letzten Drohnenflug genehmigte Malis Militärjunta Mitte Oktober. Die lange Frist bis zum Abzug soll helfen, dass die UNO-Mission nicht ganz auseinanderfällt. Dass Deutschland jetzt sich als verlässlicher Partner für die Vereinten Nationen erweist und nicht Hals über Kopf einfach hinwirft und abzieht, ist aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Aber natürlich können Einsätze auch nicht ewig laufen. Es ist vor allem Malis Putschregierung, die der UNO die Arbeit schwer macht und russische Söldner ins Land holte. Für die Union ein Grund, gerade nicht abzuziehen. Am Ende überlassen wir diese Region den Russen und islamistischen Terroristen. Unter den Folgen werden nicht nur die Menschen da vor Ort leiden, sondern auch wir indirekt wieder durch Flüchtlingsströme. Das Ende des derzeit größten Auslandseinsatzes ist eine Zäsur. Die Bundeswehr konzentriert sich angesichts von Russlands Bedrohung wieder mehr auf die Verteidigung des eigenen Landes und der Bündnispartner. Die griechische Küstenwache hat südlich vor Kreta mehr als 400 Migranten aus Seenot gerettet. Zwei Fischerboote zogen das alte, völlig überfüllte Schiff unter Aufsicht der Marine an Land. Es drohte im starken Seegang zu kentern, weshalb die Bergung mehrere Stunden andauerte. Immer wieder setzen Schleuser kaum seetüchtige Boote ein, um Migranten in die EU zu bringen. Nach dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Todesopfer auf 268 gestiegen. Mehr als 1000 Menschen wurden verletzt. Am stärksten betroffen ist die Stadt Cianjur. Dort suchen Rettungskräfte in den Trümmern eingestürzter Gebäude nach Überlebenden. Indonesiens Präsident Widodo versprach den Betroffenen Hilfe. Straßen, Brücken und Häuser sollten so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden.
Jetzt wieder nach Deutschland. Die katholischen Bischöfe liberalisieren das Arbeitsrecht ihrer Kirche. Künftig gehen persönliche Aspekte wie Homosexualität, Scheidung oder Wiederheirat den kirchlichen Arbeitgeber nichts mehr an. Vielfalt wird ausdrücklich als Bereicherung anerkannt. 800.000 Menschen arbeiten für die katholische Kirche in Deutschland. Und jetzt muss jedes Bistum das neue Arbeitsrecht einzeln umsetzen. Seit März gilt ja für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen eine Corona-Impfpflicht. Diese Maßnahme wird aber nicht verlängert. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium. Ende des Jahres läuft sie aus. Grund für die Entscheidung sei, dass die Impfungen eine Übertragung des Virus kaum noch verhinderten. Verlängert hingegen werden die kostenlosen Corona-Tests allerdings für weniger Personengruppen als bisher, etwa Mitarbeiter von Besuchern von Pflegeheimen und Krankenhäusern. Vielleicht haben Sie es beim Gang in die Apotheke auch schon erlebt. Aktuell fehlen hunderte Medikamente. Und das liegt unter anderem daran, dass vieles nicht mehr bei uns, sondern in Asien produziert wird. Wenn irgendwas schiefläuft bei Produktion und Lieferwegen, kann es eben auch sein, dass Sie zum Beispiel in Hannover nicht mehr das bekommen, was Sie eigentlich wollten. Oliver Deuker. Torhausapotheke in Hannovers Innenstadt. 40 dieser Fiebersäfte für Kinder waren bestellt. Gerade mal 2 werden geliefert. Neben den Fiebersäften fehlen unter anderem auch Blutdrucksenker, Antibiotika, Insulin sowie einige Krebs- und Magenmittel. Wir kennen es jetzt schon seit ein, zwei Jahren, dass wir jeden Tag mit Lieferengpässen zu tun haben. Aber jetzt verbringen wir doch sehr, sehr viel Zeit damit, nach Lösungen zu suchen. Rund 100.000 Medikamente sind in Deutschland zugelassen. Derzeit bestehen bei etwa 300 Produkten Lieferengpässe. Fachleute bewerten die Situation als angespannt, aber nicht bedrohlich. Wir haben Engpässe, die dazu führen, dass Patienten auf andere Medikamente umgestellt werden. Beispielsweise auf eine Schwestersubstanz, die hier ein ähnliches Wirkspektrum hat. Aber es muss kein Patient jetzt hier sagen, wir geht Gefahr, dass er hier nicht versorgt wird. Die Situation ist noch nicht eingetroffen. Weil die Preise für Arzneien in Deutschland reguliert sind, können Hersteller die drastisch gestiegenen Produktions-, Rohstoff- und Transportkosten nicht ohne weiteres an den Kunden weitergeben. Ja, wir brauchen ein Preisunterstattungssystem, das atmet, das widerspiegelt, dass Kosten wie im Moment durch Inflation, durch Herstellkosten, die durch die Decke gehen, auch angemessen abgebildet werden können in den Preisen. Das geht im Moment nicht und deswegen steigen Hersteller immer mehr aus der Versorgung aus. Experten erwarten für das kommende Jahr bei manchen Medikamenten sogar eine Zunahme der Lieferengpässe. Ein Ärgernis für Apotheker, sie müssen Alternativprodukte suchen oder selbst herstellen, was aber aufwendig und teuer ist. Kontaktbeschränkungen ja, Ausgangssperre nein. So hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Es ging um die Frage, ob Corona-Schutzverordnungen aus der Anfangszeit der Pandemie rechtmäßig waren. Die Kontaktbeschränkungen in Sachsen waren das, auch dass Gastronomie- und Sportstätten schließen mussten. Die damals in Bayern geltende strenge Ausgangssperre sei allerdings zu weitgehend gewesen. In diesen schwierigen Zeiten blicken viele Händler auch sorgenvoll auf das Weihnachtsgeschäft. Jetzt gerade starten ja bundesweit die Weihnachtsmärkte. Aber angesichts von Rekordinflation, von Energiekrise bleibt ungewiss, ob der Weihnachtsfunke auch wirklich über und das Geschäft anspringt. Wie es sich in München und Nürnberg anfühlt, bringt uns Petra Neubauer näher. Seit fast 50 Jahren bietet Ludmilla Mühlbauer ihre Kräuterleckereien auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt an. Die Vorfreude bei ihr wie immer groß, die Sorgen diesmal aber auch. Es kommt zu jeder Lieferung Energiezuschlag und. Die Platzgelder werden auch immer mehr, also ist schon schwierig. 20 Buden bleiben hier in diesem Jahr leer. Corona, Personalmangel und Lieferengpässe haben den Marktleuten zugesetzt. Ingeborg Gotti aber ist wieder dabei. Einen Teil der gestiegenen Produktionskosten muss sie an die Kunden weitergeben. Am Stand versucht sie zu sparen. Bei uns gibt es fast keine Heizung, nur bei wirklich Minusgraden. Aber wir müssen sparen beim Anziehen. Und dann natürlich haben wir jetzt auch die LEDs. Ob in Nürnberg oder in München, beleuchtet wird deutlich kürzer. Erst mit Beginn der Dämmerung und meist nur bis 22 oder 23 Uhr. Die Weihnachtsmärkte für viele gerade in dieser schwierigen Zeit ein Anziehungspunkt. Ich liebe die Stimmung, die schöne Atmosphäre, das Licht. Und dann trinke ich gerne mal einen Glühwein am Stand, bevor ich meinen Glühwein zu Hause mache. Die Preise sind hoch,
aber ein bisschen was kann man sich immer gönnen. Viele kauffreudige Besucher, das wünschen sich die Marktleute. Denn für sie sind diese Wochen die wichtigsten des Jahres.